Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, eine Mission wird angezeigt. Da beschwören wir unseren Gaul herauf. Ja, komm hier. Ich will den ganzen Weg nicht laufen. Ich stell dich nicht so an, das ist nur ein kleiner Stock, der dir im Weg liegt. Ah, hättest drüber steigen können. Und da ist die Schubkarre, die voller Pferdemist war. Naja, würde ich nicht so nah beim Haus aufbewahren. So, TD. Ich glaube, der ist er. Was wollen wir hier machen? Was müssen wir machen? Zaun reparieren, kriechen. Will aber mehr als $3. Hey, Milton. Can you give me a hand with this fence? Ja, sure. Für Geld. Know much about fence building? Not really. Can't build a fence, can't milk a cow, ain't used to shoveling shits, but took on a gang of robbers single-handed. Guess we all got our peculiarities, Mr. Dickens. What was you doing before you came here? Dies und das. I told you. Wife got cheated out of inheritance. We was in a legal dispute. It was a bad time. That sounds awful, but I guess I don't believe a word of it. Das ist in Ordnung. I was raised to take a man at his word, and also to believe this is a free country. So free that I can't tell you what to think. So I guess it don't much matter what you believe. But I will work hard, and I learn fast. Das stimmt. Okay. Give me a hand with this fence. Ist schwer. So geht doch. Einfach reinstecken in den Boden. Ja, yep. There's plenty more to do. Dann kriege ich hin. Pound it in there. We don't want it coming down. Reinpounden, reinpounden, reinpounden. Good. Ja, mach ich sehr gut. Rail, line it up with a notch and place it in. Ja, das ist wie Lego für Erwachsene. Don't think too hard about it. Now, lift up the other side. They gotta line up, see? Ja. Now the next rail. Sieht noch nicht sicher genug aus. Fine. Jo. Ach, mach ich das gut? Good. Ja, das ist wirklich nicht so schwer. Da muss man nicht für studiert haben. That looks okay. Go to the next post and pound that in. Na nee, gut. Dann wissen wir heute schon, was wir machen. Wenn wir das alles einzäunen sollen. There's more than a day's work here for you. All right. So long. I'll be counting sections when you're done. Okay. Er ist nicht der stabilste Zaun, aber ist einer, den ich hinbekomme. Ja, also. Wichtigste ist eingezäunt, würde ich mal sagen. Vielleicht ist es doch einfacher, Leute auszurauben und zu erschießen. So, dann nach oben, nach links. Mach ich denn los? Put that fist down and get over here, boy. Habt ihr Probleme? Habt ihr Probleme? Das ist doch nur ein Bulle. Come on, son. Wie kann man helfen? Milton, get over here. Coming. Come on, give us a hand. Know much about bulls, Milton? Just the basics. Don't make them mad. Die mögen kein Angus Rot. This is Jim Milton. I know how it feels. This is Milton. Angus is your boss's son. Nice to meet you. Let's try and move this great hunk of chuck. Ganz ruhig. Come on, move! Hey! Nicht schlagen. Shit! I'll get him. Get a rope on him, Milton, and try and calm him down. You all right? Ganz ruhig. Ich bin doch rausgewichen. Komm, ganz ruhig. Ganz ruhig. Now where are you going? Nein! Vorsicht, Baumstumpf! Das wäre gleich schmerzhaft geworden. Nein! Nein, ich habe den ganzen Tag damit verbracht, Zäune zu bauen, die ähnlich stabil waren.
Komm schon, ganz ruhig. Ganz ruhig, kleine Kuh. Au. Ich glaube, der Bulle will einfach in Ruhe gelassen werden. Wir können das nicht zulassen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Na, Alter, du bist ruhig. Ich bin ruhig. Ja, ja. Alles gut. Alles gut. Mr. Dickens wird nicht mehr versuchen, dich zu melken. Got him, Mr. Dickens. Oh, good. How you doing, son? A bit sore, but I'll be okay. Thank you, Mr. Milton. My pleasure. Gern geschehen. And you, mister? Fine. He just got my head. Ach, dann kann's nicht schlimm gewesen sein. See you later, Jim Milton. We'll make a rancher of you yet. Ja, hat mich nur zweimal fast tödlich getroffen. Schon wieder die Idioten. You hear that? He don't like trespassers. That's what I said. Well, does he like dead bodies on his property? No, no, come on, mister. Hey! You wanna watch your mouth, boy. You will be the first one we kill. Leave him alone. Oh, careful, boys. Careful. Yeah. Look at this tough guy. Mm-hmm. Get out of here. Oh, fancy pants Getty's paying you to be tough for him, huh? No, he's paying me to keep the place clean. Oh. Said he had some problems with vermin. Mm-hmm. Listen to this. Ihr seid das Ungeziefer. Come on, get him. Oh, kick his head in, boss. Besser als du, bin stärker als du. Dafür hast du ganz schön viele Platzwunden, um sowas zu sagen. Vor ein paar Jahren? Vielleicht? Getty spends on women, saves on hands. They didn't hire you because you're tough. It's because you're stupid. Ja, ja, ist ja gut. Wird's Maul nicht so weit aufreißen. Ha, genau wie Arthur das gemacht hat. You can fight, boy. I'll give you that. How's your wife in a brawl? Leave my wife alone. Oh, she's real pretty. Get out of here. Oh, quite a temper you got. Der ist so verprügelt worden und hat immer noch so eine Fresse. With your lot in life, married to a shit-shoveling farmhand. What'd you do wrong to end up here? Leave my wife alone. Welcome to Big Valley, Jim Milton. Pleasure to meet you both. We'll see you again. Hat sich jetzt einfach so verprügeln lassen? Tell Mr. Geddes we called. We'll be back. Ich glaube, der hat bisschen Schaden oben am Gehirn. Don't worry about it. Stop acting like a goddamn storybook hero, will ya? What choice did I have? Plenty, you moron. Plenty. Tja, Abigail, kriegst halt auch nicht alles nach deinem Willen. Können uns ja hier nicht herumschubsen lassen. Oh, das Schild hat jetzt nicht gerendert. Dann sollte Pronghorn Ranch stehen. War aber nur ein Pixelbrei. We all get caught eventually, John. I guess the trick is to decide by who. Tja, wenn Dutch einem ins Gewissen redet. You won't hear any of it. Not in front of the men. You toad. All right, smile, smile. Do not embarrass me. Was ist denn los, Geddes? Ja, guten Morgen. Können wir euch belauschen? Oh, ihr seid zusammen. Mr. Geddes? Hey, I heard we had another incident with the Laramie boys. Yeah, there was an incident. Well, I mean to scare me. Are you scared? A little.
I've got a lot invested in this place, and not just the land, but my family. It's hard to explain. I understand. I'll do my best to keep you safe, sir. Yeah, I know you will. Die poisoned Waffe. Just fine. I should probably head back. Yeah, I know how it is. How'd you get on? Yeah, good. Okay, I guess. Better? Sure, I'm just tired. I know. Na, das ist falsch mit der Gabel. Anybody want some more? No, I'm good. Oh, nicht die beste. John Marston, you're such a pig. Kann wohl nicht kochen. All right, it's getting late. Let's get some rest. Good night, Jack. Good night, Mama. Good night, Jack. Good night, Pa. Hey, Junge, brauchst du langsam eigenes Zimmer und ein bisschen Privatsphäre. What are you doing? My job, Abigail. Lock this door behind me. Don't open it unless you know it's me. Alter, die haben alles in Brand gesteckt. You gotta do something. Two of them by the stall. They got calm. Here, boss. It's Rick. Who's this? New hand. Oh, you're that tough guy they just took on. Yeah. I heard about you. Crap. Dumb Hicks. Ich verprügel euch zwei. He ain't getting up. I'll be up in a moment. Bin ich gut. They've killed Mr. Tolbert. Wer ist Mr. Tolbert? Goddamn cattle. You men okay? Solche Arschlöcher. Jim Milton saved my life. It's Mr. Abel. Of course, it's Mr. Abel. I can't believe he thinks it can scare me out of here. Then I guess we're getting your cattle back, I guess we are. Can you go too, Tom? Of course, sir. All right, Jim. I know you can handle yourself. A little. Go get your guns and head out. Guns? Oh, don't play coy with me, son. We need your help. I don't care what you used to do or what your name is. This is the land of second chances. Okay. Yay, krieg Waffen. Man, it's me. What was it? Mr. Getty's cattle was taken. I'm sorry to hear that. Waffenkiste. What are you doing in that thing? Mr. Getty's been real good to us. What are you doing? Kämpfen. Abigail. My goddamn job. Ich bin jetzt ein Rancher mit Waffe. I'll lead the way. Ach, ist das this schön. This will be the last we hear out of them. Kommt ihr mit? Ja, ja, right. Ich krieg ihr auch alleine. Da ist ja ein bisschen was Waffenmäßiges. Nehmen wir das Lancaster. Na gut, Pferd findet den Weg durch den Wald. Jo, das sind also die verfeindeten Rancher-Jungs. Da wollen wir die mal abmurksen. Off your horses here. We'll be better on foot. Okay. If you say so. That's the place up ahead. There's our cows. A couple guards out front. A couple more around the side, I imagine. Let's get a closer look. Let's go. Wieso haben wir keine Guards? Wäre doch gut, wenn wir auch Wachen gehabt hätten. Yeah. There's plenty of guards. I'm gonna head straight in. Yep, Tom. You head up there and try and give us some cover. Abe, you're gonna try and flank the place and come in from the back. I'll give you a minute or two, then I'm heading in. Yes, sir. Okay. Oh, das klingt nach einem Plan. Und ich darf endlich wieder schießen. Hey! Hey! You boys been coming up! So viel dazu. Ja. Ja, er ist nicht mehr okay. The ranch hands here. They walked into it now.
ich, ja gut. Es passiert mit Viehdieben, die gegen mich stehen. Ja, wer will noch was? Ja, ja, ist ja alles gut. Ist ja alles gut. Das ist der letzte Fella, den ihr sehen werdet. Ja. Jetzt lohnt es sich, glaube ich, wieder zu plündern. Wo kommen wir? Ja, ja. Ist ja alles gut. So, da soll noch irgendeiner sein. Wo bist du denn? Da! Jetzt ist er nicht mehr da. Nur noch im Geiste bei uns. Ja und? Dirk, glaube ich nicht. Repetierflinte? You and your wife. That's the fellow who shot my feet up. I got this. You boys take cattle. See you back there, son. Bist Where du denn? You, big fella? Stimmt hier oben. Stimmt hier oben. Oh. Shoveling backwoods, sacker, no good trash. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Befrei mich, ich befrei mich. Deine Platzwunden sind gut verheilt. Ich glaube, es tut noch weh. You know that woman of yours got the look of a woman ain't had a real ride in her life. She's gonna make do with some piss poor stinking farmhand. Hey, hey, tell her I'll let her in my sheets. Long as she... Ja, weg damit. John ist echt eiskalt. Jo. Ja, ich ja, alles gut. Wer so über meine Frau redet, der will auch nicht leben. Jo, den Hut nehme ich natürlich. Aufheben. Ohne Hut geht hier nichts. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Lang, lang ist her, seitdem wir Loot gefunden haben. Looten mussten. So, das ist ein Springfield. Eine Kiste, kann man da ran? Ja. Ja, ja, da kann man ran. Und da ist nicht überhaupt nichts drin. So, hier ist irgendeine Art Tonikum. Baldrianwurzel. Also Beruhigungstonikum. Boah. Dann können wir, glaube ich, wieder runterleitern. Ja. Ich nehme lieber das Lancaster. So. Gerade noch umentschieden. Nee, bisschen merkwürdig mit den Waffensymbolen. Immer noch. Wünsche, die würden nur angezeigt werden bei Waffen, die man eben noch nicht hat. Liegt da unten auch so einfach abgesägte Flinte? Nö. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, plündern. Ganz viel zu plündern gibt's hier. Ja, ist doch viel besser als hier als Farmhand zu arbeiten. Brauchen wir nur einen Körper zu plündern und kriegen $2. Finde ich das fair. Keine Ahnung, wo der andere liegt. Doch wahrscheinlich auf dem Dach. Ah, kann ich nicht viel tun. So, auch das schöne Haus können wir uns mal vornehmen. Hui. Ich frage mich, ob Seamus immer noch als Fans arbeitet. Müsste ja. So, Dosengemüse. Auf jeden Fall besser als das, was meine Frau kocht.
Oh, Zigaretten oder Kaugummi liegt da noch links von mir. Schlangenöl. Premium-Zigaretten. Ja, damit muss meine Sammlung ja vervollständigen. Und Dr. Hawthorns. Eigentlich ein ganz cooler Name. Ein Schlachterbeil. Nice. Aufheben. Wieso kann ich das nicht aufheben? Doch, jetzt. Na also. Und ich habe mir schon kurz Sorgen gemacht, dass ich diesen Loot zurücklassen muss. Ein Münzbeutel. Ein Schmuck. Und nochmal Schmuck. Oh, eine Platin-Halskette und eine Gold-Halskette. Wenn er so viel Geld hat, wieso raubt er uns hier noch aus? Naja. Kann man ihn, glaube ich, nicht mehr fragen. So, was haben wir hier oben noch? Dreckige Schlafplätze, sonst nix. Irgendein Gewehr. Ein Ofen. Litchfield. Oh, das nehme ich. Aber anstatt die Flinte nehme ich das Lancaster. So. Jetzt bin ich annähernd zufrieden. Und noch zwei Sachen liegen hier. Einmal der gute alte Gin. Und eine Schatulle mit... Ohohohoho. Einem riesigen Haufen Geld. Ah, das hat sich doch viel mehr gelohnt. War hier noch was? Ah, da oben. Premium-Zigaretten. Muss man erstmal eine rauchen. Haben wahrscheinlich viel zu viel wieder auf der Hand. Um ein Haar nicht gesehen. Da über meinem Hut. Ja, damit. Weltmeister Bild 2. Sieht wie ein Weltmeister beim Billard aus. So, ich glaube, dann haben wir hier aber soweit alles abgegrast. Dann können wir zurück. Obwohl, da gibt es noch einen ganzen Raum. Hat sich einfach hinter der Tür versteckt. Ach, das ist die Küche. Vielleicht können ich und Abigail und der kleine Jack auch einfach hierher ziehen. Wären einfach eine befreundete Farm von denen. So. Was haben wir hier? Ein Dosenobst im Schrank. Na gut. Dann haben wir Kentucky Bourbon und Dosenlachs. Igitt. Ich kann Lachs nicht ausstehen. Generell bin ich nicht der größte Fischfreund, aber bei Lachs hört der Spaß auf. Da war noch was, was mich angeleuchtet hat. Anscheinend nicht. Alles nur Einbildung. Ja, aber das ist bekanntlich auch eine Bildung. Na gut, hier liegen noch paar Leute rum, die ihre Wertsachen nicht mehr wirklich benötigen. Na, nehmen wir es mal an uns. Oh, sonst hätte man die angebrochene Arznei nicht bekommen. Ist schon sinnvoll, was wir hier machen. Jo, und eine... Ne, gibt noch. Gibt anscheinend noch zwei, drei. Eine liegt auf dem Dach, da kommen wir nicht ran. Aber die anderen... Platinring. Da wird sich meine Frau freuen, wenn ich ihr den schenke. Solange sie nicht fragt, wo ich den her habe. Okay, den anderen finde ich jetzt auch nicht. Liegt vielleicht in... Na gut, dann wollen wir mal zurück. Oh. Ach, hier liegen auch noch einige. Dann halt mal kurz an, mein Goal. Es ist eine Geldmöglichkeit, die wir uns nicht entgehen lassen können. Wäre ja schade drum, wenn die Gesetzeshüter das alles für sich beanspruchen. Steuern sind eh viel zu hoch. So. Hui. Und nochmal hui. Hab ich mich verklettert. Ich würde sagen, das hat sich insgesamt ziemlich gut gelohnt.
Sollte öfter so eine Schießerei geben. Wäre doch klasse, wenn so ein Spiel mal rauskommt. Und eine Starkerznei noch bekommt. Hier ist bestimmt auch was wert. Mindestens $5, wenn wir Glück haben. So, jetzt aber nichts wie nach Hause. Nicht, dass Abigail nachher noch schimpft. Und ich hoffe, ich verliere meinen Job nicht. Weil die jetzt wissen, wie blutrünstig ich sein kann. Wir werden sehen, wir werden sehen. Tja. Na, Jungs. Hey, you're back. Natürlich. You did real well, Mr. Milton. Dankeschön. This man can really fight. Save the whole place. That weren't nothing. Well, you. Oh, you. You saved my life. No need to say nothing, sir. Just doing my job. Now, I don't think they'll be back tonight, but how about Abe? Just in case, you stay up. Yep. See anything or hear anything, you fire that rifle. Three times. Three times. We'll all come running. Will do. Well said. Da liebt doch keiner mehr von denen. Mr. Milton. Truly. Just glad to be of service, sir. I understand. You get some rest. Thank you, Mr. Geddes. Hi, Schatz. What? Was? What? Schau mich nicht so an. What choice did I have? Just answer me that. Du hättest nicht gehen können. What was I supposed to do? Dich ausrauben lassen. Es wäre eine valide Option gewesen. Entschuldigung, Leute. Ha. Frauen und Kinder, die verstehen mal wieder gar nichts. Not be two people at once. That's all I'm saying. Oh, da hat Arthur recht. Ach komm, nur Bronze. Habe ich nicht in genügend Köpfe geschossen. Lande 15 Kopfschüsse. 10 Gegner, während du 2 Handfeuerwaffen gleichzeitig benutzt. Okay. Das wäre schon nett gewesen im Akimbo-Style. Muss ich mir merken. So, wir haben ein A, das für Abigail steht. Vielleicht reicht sie die Scheidung ein. Weiß nicht mal, ob wir verheiratet sind. Wir finden es raus, ob wir verheiratet sind. Okay, da steht schon der Karren. Na los mit euch. How you getting on? Surviving. I think. Oh, sieht noch ganz quietschfidel aus. Only thing I know how to do is, well, you know, undertakers like me. Cattle, not so much. That ain't true. I ain't no rancher. Rustled horses, not raised them. Stole cattle, not birthed them. I was reading the newspaper. Yo, yo. I was reading about a old ranch, Beecher's Hope, down by Blackwater. Was you? Well, Jack read it to me, but I thought maybe we could raise some money. Bank could lend us the rest. We could be happy, John. Loans? I got a goddamn price on my head, woman. I know. I know all about that. Every time we about to get somewhere, make something, you go and show the entire world that you ain't Jimmy Milton. Every place we've been has been the same. We start doing okay, and then boom, you act like the big man with the gun. Bin ich ja auch. I guess I was dreaming a little. At least give me that. Tja, das ist dein Problem, nicht meins. Feels hopeless. You're doing better. Milton! Herein! Milton, ma'am. Mr. Geddes needs you to head over to Strawberry in the wagon and collect some mail for him at the post office. Sure. I'll take the boy with me. He's getting soft. Lancelot! Come on! Jim, if you're heading that way, can you pick up a parcel for me? Address I ordered. I think it's in your name? My name. I think so. One's in your name and the other one's in mine.
Only one should have come in by now. How much shopping you done? Oh, yes, a real keen purchaser of goods, me. Look at me. Okay, Lancelot. He called for my Geld ein. You yet. Not too much of a man, mind. He's only a boy. Just gonna show him how to drive the wagon a little. Ja, und wie man trinkt und rumhurt. Real exciting realities of adulthood for another day. Come on, get. You take care now. Of course. Ja, ja, ich passe auf. Sorry, da musste ich ganz kurz unterbrechen. Und jetzt bin ich wieder voll dabei beim Fahren. I like being in the house, Pa. Ja, das glaube ich. Geht mir ähnlich. What happened the other night with those men? Did you kill them? Natürlich. To protect you. Und umschießen zu können. It was pride or something? Ma was wrong about that. Ah. Ja, vielleicht auch nicht. Ah, ich mag Jacks Food. Wieso habe ich nur so eine dämliche Kappe auf? I don't know, Pa. It's easy, boy. Nicht. Don't be scared. Well, what do I do? Nix. Well, just hold klatschen ab und zu. Pull him short to slow down. Tell him to go faster. Give him a little switch. And then pull to one side if you want to turn. Here. Try it out. Das klingt relativ einfach. Strawberry. Oh, look, a strawberry. Ah, das geht einfach nicht mehr aus meinem Kopf. Fahr schneller, Junge. Wir haben nichts geladen. Kann auch nichts kaputt gehen. Darf ich jetzt wieder? Was? For now. Back in Strawberry, hey kid. Looks like. You know, I think this is the longest I've seen you without a book in your hand. It was foolish to forget mine, sir. Look, I got some business to attend to with the clerk. I leave you with the wagon. Can I trust you not to drive off with it? Oh, I think I can be trusted to that. Very good. Das glaube ich auch. So, wo parkt man? Wo parkt man? Nicht wieder mitten auf der Brücke, oder? Boah, viel Spaß beim Rumstauen. Ja, ja. Mitten im Weg. Mensch, bin ich ein Arschloch. You all right, son? Sure. Well, cheer up a little. Na. You wait here. I won't be long. Okay. Check der arme Tropf. Vielleicht sollte man ihm eine glückliche Familie geben. Can't wait. So. Hallöchen. Post sammeln. I'm here to... Name? My name? Jim Milton. Jim Milton. Nope. Nothing here. Maybe try Marston. John Marston. It's a long story. Okay. John Marston. Hey, ganz ruhig. Nope, nothing here for that name either. Try Abigail Roberts. Abigail Roberts. Abigail Roberts. Mensch, ist der unfreundlich. Yes, here we are. And also, I'm here to pick up the deliveries for Pronghorn Ranch. David Getty sent me. Pronghorn? Yes, sign here. We have a bunch of stuff for you. Sehr gut. And I will help you out. I'll take these. You get the rest of the stuff. Ja, wunderbar. Here, let me help you with this, Mr. Marston. It's mostly Milton these days. It's a long story. Whatever you say, Mr. Milton. It's not important. Take care now. Give my regards to Geddes. Thank you very much, mister. Das mach mal, das mach mal. Okay. Let's get out of here. Everything okay, Pa? Sure. Bisschen dämlich, meinen Namen genannt zu haben. You take the reins a little. I ain't sure. Come on, son. You'll enjoy it if you try a little harder.
Wie beim Sex. Okay, Pa. Ja! Das Wagenfahren macht mir eigentlich auch immer Spaß. So, wait. We've come all the way out here and we're just gonna turn around and go back? That's what we're doing. Turns out, I missed the seclusion of the ranch more than I figured for. Don't you want to go to the store or the saloon or anywhere? We're going back. Okay, boy? But I've been sitting in this wagon I don't know how long. But nothing. Keep on driving and watch the road. Yes, sir. Thank you. Jesus. Mind your father, okay? I got my reasons, even if I don't care to explain them. Yes, sir. Better. Tja, sind vielleicht dämliche Gründe. Was macht der Typ denn da oben? Gärtnern? Look, if I tell you to speed up, speed up. If I say slow down, was zum... you slow down, okay? Sure. Oh, nochmal so eine Mission. All right, speed up. Let's get away from there. Okay. Hiya! Hui, hui, hui. Ja, fahre ich trotzdem noch schneller. Oh, macht er doch ganz gut. Da steht ein Pferd. Who's this? Sorry, sir. Was that a question for me? No. No, keep driving. Fühl mich beobachtet. Ich habe keine Waffe. Give him a switch. Naja. Let's speed this up. Wir werden verfolgt. Ah, jetzt nicht gut. Ha! Slow it down. Don't want to seem like we're running away from anything. Okay. Whoa! I don't like driving across here. Alles gut, alles gut. Where you want to go and the horse will follow. Okay. Oh. I think the horse is getting skittish. You'll be all right. Ja, kam bis jetzt ganz gut klar. Wir werden immer noch verfolgt. What? Nothing. Just keep driving. Was ist denn los? Wieso wär mal gesucht? Jack, ich... mach schneller. Okay. What? What's wrong? Don't look around. Oh, Pa, hey. Those men, are they following us? Ja. Stay calm. See that fallen tree? When we get there, stop the wagon, jump down, and hide. Oh, Pa. You need to do exactly as I say, boy. Here, now! Come on, quick, down! Los, Junge. Okay, son. You wait here. You don't move or say nothing until I speak to you. You hear? Yes, sir. Head down. Okay, gentlemen. Let's see what you come calling about. What do you boys want with us? Oh, we just want to have a friendly chat. Jojo. Are you John Marston? You sure look like him. Fragt wer. I don't know what you're talking about. I'm just here with my son. Did you kill a fella out in Roanoke a few months back? Bestimmt nicht. No. Wasn't me. That was my brother. I'm real sorry, friend, but he was trying to rob. You're talking bullshit, mister. Kill him. Boah, regnet das gerade. So hat's ja noch nie geschüttet. Ah, nur in die eine Richtung. Und jetzt plündern wir. Also irgendwie läuft's ja nicht so mit unserem ruhigen Leben. Ah, aber die Dollar kommen rein. Das kann man nicht verneinen. So, hi Jack. Alles gut? It's okay. Die bösen okay. Männer sind tot. What? Why? What? It's okay. It's okay. Come on. Keep them eyes closed. Let's go. Ist ja keine toten Menschen gewöhnt.
So wie Arthur da immer rumgeholzt hat. Fahr doch nicht gegen den Baumstumpf. Oh dear, those men. I told you not to look, boy. Are they dead? Natürlich. You saw that. Now, compose yourself. You killed them, Paul. Son, natürlich. I need you to hold it together. You were real brave back there. Real brave. Did exactly like I said. Really? Uh-huh. Ja, gute Junge. Jetzt sag nichts deiner Mama, okay? Things could have gone real wrong for us. Ganz ruhig, Jake. We're okay. Hey, you know, your mama wants us to buy some old ranch. You read to her about it, didn't you? Mm-hmm. What was it called? Mm-hmm. Well, what was the name, boy? Beecher's Hope. That's right. Beecher's Hope. Over by Blackwater. You like the idea of that, huh? Us on the ranch? I don't know. I can see you as rancher's boy. Like Duncan Geddes, huh? I wasn't so sure, but... yeah. That kind of life might suit us. Naja. Wouldn't be such a chore if the horses we were cleaning up after was ours, would it? No, it wouldn't. Check, alles wieder gut. Emotionales Trauma überwunden. Ist jetzt schon 2 Minuten her, das muss reichen. Muss dich schneller von schlechten Gedanken lösen. Ach, ich bin ein guter Vater. Ich bin ein sehr guter Vater. Okay, here we are. That was an eventful trip. Aber nur unsere Feinde sind gestorben, so wie es sein soll. Say hi to your mother. How was the? Oh je, oh je. What happened? Yeah, it's. I don't. Es ist kompliziert. We got shot at. Shot at? What happened? Well, we got followed, and then... Followed by who? Probably someone who knew me. If we didn't get to them particulars, I'm sorry. My son. Our son. Der kommt klar. Wir haben uns ausgesprochen. Your dress caused all the problem. It weren't even a dress. It was a gift for you. Ah, ich bin ein guter Ehemann und Vater. Ich hab's gewusst. Hey, Mr. Jim? Mr. Jim? Hey. There's a telegram messenger for you over there, near the house. Uh-oh. There is? Okay. Wer telegrammiert mir denn? Telegram gibt's doch noch gar nicht. What do you think he wants? I have no idea. But I doubt someone wants to give me a big pile of money. Das bezweifle ich auch. Vielleicht hat Arthur irgendwas aufgenommen, das jetzt 3 Jahre nach seinem Tod, 5 Jahre nach seinem Tod, losgespielt wird. Vielleicht ist das ja so ein singendes Telegramm. Excuse me, mister. I'm Jim Milton. Heard you had a telegram for me? Yes, here. Sign there. Ich kann das Telegramm wahrscheinlich nicht lesen. Jim. Stop. If you're the JM I know, stop. It's Sadie Adler. Oh. Got something to discuss. Pay good. Meet me in saloon in Valentine. Nice. There most days. Stop. Das klingt gut. Sadie Adler. I'll be damned. Ah, mit Sadie läuft alles. Die mag ich. So, dann... Wir rennen mir zu Abigail und sagen, dass wir auf Geschäftsreise gehen. Die brauchen bestimmt keine Hilfe mehr hier auf der Farm. Ich bin ein guter Farmarbeiter. Ich hab's immer schon gewusst. So, Papa muss mal kurz nach Valentine. Seid ihr ausgeflogen? Jetzt aber doof. Abschiedsbrief.
Den hat bestimmt Jack geschrieben. Darling John, a kind lady in the village helped me write this. She had many problems of her own, but that's a different story. Listen, I've begged you, but it don't seem to make much difference. I've tried everything I know to make you grow up. And you know I love you, but loving you means I can't watch you do this. Time after time, we've had to run because of your behavior and your decisions. We got a son. I got a son. And I love our son enough that I can't have him around while you're like this. I had so many dreams, John. Ja, das ist dein Problem. I hoped you would change. Die letzten haben mich verfolgt wegen dem, was ich getan habe. Was kann ich dafür? On ending up the same way. And I love you too much to watch that no more. Abigail. Na gut, dann wären wir jetzt böse. Das ist unser Villain-Arc. Was ist das denn für ein Geschenk? Eine neue Waffe? Ein hässliches Oberteil. Das hätte ich mir nicht gekauft. Hoffentlich haben wir einen Kassenbeleg noch. Where's the wife, Milton? Ausgeflogen. She's out. I saw her leaving with the boy and the bags. Mm-hmm. What's going on? You married Mr. Dickens? No. That don't surprise me. What'd she do? Catch you with a showgirl? I hear about you shooting more fellas over by Strawberry? Ja, genau das. Who are you, Jim Milton? I'm a family man. I can handle a gun. Ich bin ein Family Guy. Them men shot at me. Just interested, that's all. Ain't nothing interesting. Unless you find gossip about a man's marriage worthy of your time. Guess not. There's work to be done. Unless you're running off too. I ain't going nowhere. I'm here to work. Gotta save money, get her what she wants. What does she want? She wants a place of her own. Said she found a plot up at Beecher's Hope. You? A rancher? Yeah. Starve. Probably. Keep yourself busy. Take your mind off it. Vielleicht mit Valentine. Ja, anscheinend müssen wir jetzt erstmal arbeiten. Müssen wir ein bisschen Einsatz zeigen. Wahrscheinlich müssen wir wieder an so einen Euter ran. Wollen wir das mal tun. Ganz ruhig, ihr Kühe, ganz ruhig. Ihr seid nicht ruhig, das ist ein Problem. Das ist problematisch. So. Das alte Links-Rechts-Spiel. Na, also. Zäune sind sehr wichtig fürs Farmleben. Gern geschehen. Wie viel Geld verdiene ich am Tag? Wie verdient Abigail ihren Unterhalt? Also, die arbeitet ja auch. Gut für sie. Ehrliche Arbeit. Für ehrlich wenig Geld. Ja, irgendwann haben wir nur Zäune. Wenige Monate später. Jetzt sollte alles eingezäunt sein, das wollte ich gerade sagen. That's her fault. Hey, you know, I was wrong about you. Turned into a fine worker, Jim Milton. Yeah, sag ich doch. Means a lot. Hey, you think I can speak with Mr. Geddes? See if maybe he's open to offering me some guidance? Well, I'm sure he'd be happy to hear you speak, at least. Thank you, Mr. Dickens. Ah, wäre mir nicht so sicher. Sonst hört mich auch niemand gern meine schönen Vorschläge an. Jo, dann wollen wir mal seine Frau vernaschen, mit ihm reden. Oh, da liegt eine Flinte. Ja, aber unsicher, die einfach rumliegen zu lassen. Klopf halt lauter, du Arsch. Hey, son. How's that bull? Fine, Mr. Milton.
Your father in? Can I have a word? Sure. I'll just get him. Pa! I'm right here. Alles gut, alles gut. What's the problem, Milton? I'm sorry for the disturbance, sir. Oh, no problem. My wife, she just began her morning discourse on the subject of my faults. Oh je. Experience, I think every solche man Vorträge kenne ich. In some ways, my wife also has issues with some of the decisions I've made. Real issues. Hmm? Do you believe a man can change, sir? Where is this heading? I guess I don't know. I've tried to be a good hand. I've worked hard to secure your property. And for that, we are grateful. And you've paid me well, besides. The thing is, I suppose, I need to get a place of my own so I can prove to my wife that I've changed. I understand. But I ain't got much money. I ain't asking to borrow none. But maybe you could go to the bank and put in a good word so they could give me a loan? A loan, huh? So I can buy that place, Beecher's Hope? Yes, I know it. Yes, of course, sure. It'd be my pleasure. Danke. Take my advice, Milton. Take your money and go buy passage on a boat. Go to Brazil and forget all about family. I'm just joking, son. Just make sure you deal with Ansel Atherton at the bank. He's a distant cousin. Here's my name. Tell him to ask me direct himself. You'll get what you need. Thank you, sir. Yeah, I was young and dumb once, too. You'll get her back. Sehr gut, sehr gut. Hier mit dem Lohn. Hier mit dem Kredit meine ich natürlich. Wollen wir die Bank jetzt überfallen? Das sieht doch schon besser aus. Warum sind wir jetzt so ausgerüstet? John, was für eine Entscheidung fällst du da? Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, was du tust, aber wer bin ich, um dich zu belehren? Oh, wir haben Johns Kettleman Revolver bekommen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Dann wollen wir mal sehen, wo die Wegpunkte sind. Einmal in Blackwater und einmal bestimmt in Valentine. Ja, Sadie Adler. Wunderbar. Dann würde ich aber auch sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.